Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play The Battle for Wesnot. Wie versprochen, werden wir jetzt nach dieser Einführung auf jeden Fall etwas in Richtung Kampagne spielen. Und hier gibt es, wie ihr seht, eine Menge Auswahl. Da kommt auch immer wieder was hinzu. Das Spiel entwickelt sich ja immer wieder weiter. Das finde ich auch ziemlich cool. Ich habe bisher kaum was davon gespielt, muss ich sagen. Und ich werde mal diese Kampagne spielen. Die Geschichte zweier Brüder, die habe ich schon mal gespielt, aber... ja, die eignet sich, klar, würde ich sagen, ganz gut. Die ist nicht so lang. Ist, also mir hat sie immer Spaß gemacht. Ich finde sie gut. Okay, schauen wir mal. Was müssen wir hier machen? Ein böser Magier bedroht das abgelegene Dorf Magere und seine Bewohner. Als der Dorfmagier seinen Bruder, einen erprobten Kämpfer, um Hilfe bittet, eilt dieser herbei. Doch nicht alles verläuft wie geplant. Könnt ihr behilflich sein? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das kann. Und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, zwei Schwierigkeitsstufen. Ich überlege, wie riskant ich das Ganze hier machen möchte. Ich werde es mal auf Herausfordern spielen kommen. Wenn, dann wollen wir auch eine Herausforderung haben. Und ja, die Kampagnen sind unterschiedlich schön gestaltet. Es kann sein, dass wir jetzt einige Bilder zu sehen bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt hier als Einleitung erscheint. Auf jeden Fall gucken wir einfach mal, was jetzt hier kommt. Die Missionen sind geladen, oder die Mission ist geladen und es geht los. Wir haben Bilder und Text. Okay, ich werde den Text einfach mal vorlesen. Das wird nicht übermäßig viel, hoffe ich einfach mal. Das abgelegene Dorf Magere, in den westlichen Ausläufern des Königreichs von Wesnot gelegen, war einst ein friedlicher Ort. Seine Bewohner wussten kaum etwas von den Ereignissen, die in anderen Teilen der Welt vor sich gingen. Kriege und Gerüchte von Kriegern betrafen sie nicht. Und dennoch ließ sich eines Tages ein Schwarzmagier in der Region nieder, welcher nach willigen und unwilligen Opfern für seine finsteren Beschwörungen suchte. Zu unheiligem Leben erweckte Skelette und Zombies töteten Vieh und setzten Felder in Brand. Wenn sie ihren finsteren Machenschaften nachgingen, schrien sie, fürchtet und gehorcht Mordak dem Magier. Von abgelegenen Gehöften verschwanden die Menschen spurlos. Männer und Frauen begannen die Nacht zu fürchten. Ihre Kinder trauten sich auch bei hellem Tageslicht kaum noch vor die Tür. Doch der nächstgelegene Herrscher war mehr als einen Tagesritt entfernt und zu ihm ausgesandte Boten kehrten nie zurück. Doch im Dorf gab es einen Mann namens Baran, welcher schon früh als Kind eine Begabung für die Magie aufwies und deshalb in der großen Akademie auf der Insel Alduin in der arkanen Kunst unterwiesen wurde. Nach seiner Ausbildung kehrte er in seine Heimat zurück, um den Menschen dort mit seinen magischen Fähigkeiten behilflich zu sein. Die Dorfbewohner ersuchten bei ihm in dieser dunklen Stunde um Rat und Führung. Auf der Suche nach etwas, was dem Schutze dienen mochte, fand er fast schon vergessene Waffen, die noch von den Großeltern und Urgroßeltern der Dorfbewohner stammten und nunmehr nur noch als Zierde über den Kamin dienten. Er wies sie an, diese Waffen wieder ihrer ursprünglichen Verwendung zuzuführen, sie zu reinigen und zu schärfen. Des Weiteren ließ er die Schmiede von Magre Speerspitzen und Axtblätter fertigen, sodass sich alle Bewohner bewaffnen konnten. Baran hatte einen Bruder namens Arvid, welcher vor vielen Jahren auszog, sein Glück zu suchen. Er wurde der Anführer einer kleinen Gruppe Reiter, welche sich als Eskorte für reisende Händler verdingte. Glücklicherweise hatte Baran vor vielen Jahren, als er noch in der Ausbildung war, ein Amulett für seinen Bruder und sich erstellt, mit welchem sie sich gegenseitig bei Gefahr benachrichtigen konnten. Für Baran war die Zeit gekommen, das Amulett zu nutzen. 12V363. Jahreswoche? Was auch immer. Auszug aus dem Tagebuch von Baran aus Magre. Wenn ich doch nur diesem Mordak direkt gegenübertreten könnte. Ich bin mir sicher, dass ich die Kräfte der Magie besser beherrsche als er. Doch versteckt er sich in den Hügeln, wohlbehütet von seinen Dienern. Ich dagegen habe nur verängstigte Bauern mit Sicheln und Stäben, um seinen Kreaturen entgegenzutreten. Ich brauche meinen Bruder. Er hatte immer einen klaren Kopf, wenn es ums Kämpfen ging. Wird er meinen Hilferuf hören? Ich bin mir nicht sicher, ob er das Amulett noch besitzt. Haben wir doch seit jenem grausamen Tag am Toen Karik nicht mehr miteinander gesprochen. Wenn er nicht für mich kommt, so vielleicht, um unserem Dorf in dieser Stunde der Not beizustehen. Und damit hätten wir die lange Einleitung, meine Herren, wohl überstanden. Und wir beginnen die erste Mission, Beseitigung eines Magiers. Links oben sehen wir da die Übersicht und hier diese wunderhübsche Karte, die normalerweise... Genau, hier sind wir, hier in diesen Bergen starten wir unsere Mission südöstlich des Grauen Waldes und östlich von Aldril. Dem Ruf des Amulettes folgend brach Arvid mit seinen Männern schnellstens gen Magre auf, um seinem Bruder beizustehen. So, also die kontaktieren sich und wir dürfen jetzt mit Arvid zu unserem Bruder reiten, um ihn zu unterstützen. Ich habe auf Weiter geklickt und die Mission beginnt.
Ah, wir sind sogar schon angekommen. Baran, begrüßt uns erstmal. Seid gegrüßt, Bruder. Willkommen daheim. Hallo. Ist das alles, Arvid? Ich kann es ja verstehen, aber... Okay, die haben offenbar Probleme. Du hast gerufen und hier bin ich. Das sollte ja wohl reichen. Wie steht es um Magre? Sehr pflichtbewusster Kerl. Also, worum geht's? Ein Schwarzmagier sucht uns seit einiger Zeit heim. Seine Kreaturen nennen ihn Mordak. Bisher haben sie viele abgelegene Bauernhöfe heimgesucht, doch fürchten wir, dass sie schon bald das Dorf selbst angreifen werden. Die Bewohner von Magre haben sich mit Waffen ausgerüstet, doch sind sie keine geübten Krieger. Deshalb brauchen wir dich und deine Männer, um sie in den Kampf zu führen. Klingt logisch. Ich kann Mordaks verfluchte Aura regelrecht fühlen. Er muss nördlich von hier sein. Ich würde sagen, dass es höchstens 2 Tagesreisen sind. Zum Wohle des Dorfes wird mir Arvid helfen. Und wir sollen ihm den Magier vom Hals halten. Du sollst die rechte Hand sein, ich werde die linke sein. Mit einer Hand voll unserer besten Jäger werde ich mich an ihn anschleichen. Während du ihn ablenkst und seine Kreaturen tötest, werde ich Mordak selbst mit Hilfe von Magie zur Strecke bringen. Zusammen sollten wir das schaffen können, was uns alleine nicht ohne größere Verluste möglich wäre. So sei es nur da, wenn wir dich brauchen. Und damit beginnt endlich der erste Tag der Mission Beseitigung eines Magiers. Wir sollen Mordak, den bösen Magier, vernichten und Arvid muss überleben. Wir haben hier eine Rundenbegrenzung, 18 Runden, das sehen wir auch hier oben bei dieser Fahne. Bekommen einen Bonus für frühzeitiges Ende und ein Teil der Goldstücke wird in die nächste Mission übernommen. Das ist besonders wichtig, weil wir ja auch die einzelnen Soldaten mit übernehmen. So, jetzt möchte ich mit... Oh Gott. Die Lage... Warum ist das Spiel gerade so am Hängen? Die Lage doch einmal ein wenig anschauen. Hier... Oh Gott. Also hier links oben haben wir unseren Mordak. Warum ist das Spiel jetzt gerade... Okay, es geht wieder. Hier haben wir unseren Mordak, ziemlich harter Magier, und wir werden uns jetzt mal darum kümmern, diesen Kerl auszuschalten. Und ich würde sagen, wir haben hier eine Menge Soldaten, die wir jetzt einfach mal in die Schlacht schicken. Das heißt, ich schicke die los. Die müssen nicht unbedingt geschützt sein, weil der Feind jetzt eh noch 1000 Kilometer entfernt ist. Okay, ich weiß nicht, ob die mit Kilometern rechnen. Auf jeden Fall ist der Feind noch weit, weit weg. Das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt in der ersten Runde jeden schon in eine perfekte Deckung bringen. Aber ich kann mal gucken, ob ich mir vielleicht hier schon eine sinnvolle Einheit ausbilden kann. Ausbilden, wen haben wir denn da? Ich mag Bogenschützen. Die müssen zwar genauso an den Feind ran, also die können nicht wirklich aus der Ferne angreifen. Aber na, zumindest... Wie kann man das ausdrücken? Haben sie eben den Fernkampf, der es ihnen ermöglicht, bei vielen Gegnern unbeschadet anzugreifen. So, unser Feind ist an der Reihe. Ich weiß nicht, warum das Spiel gerade so langsam läuft. Aber ich hoffe einfach, dass sich das entweder gibt oder ertragbar ist. Momentan geht es nämlich noch. Okay, das sieht schon ein bisschen besser aus. Gucken wir einfach mal. Wir haben hier unsere Truppe bestehend aus... Was haben wir denn überhaupt? Wir haben Reiter, Speerträger... Und Wegelagerer und unseren Helden natürlich. Und ich würde sagen, wir nähern uns mal dem Feind ein wenig an. Können vielleicht auch mal das ein oder andere Dorf besetzen. Das ist dann natürlich hilfreich, wenn es... Ja, darum geht, ein bisschen mehr Geld zu produzieren. Aber vor allem natürlich auch, um ein wenig Schutz zu suchen. Denn die Dörfer, zum einen schützen sie uns und zum anderen heilen sie uns ja auch. Wenn wir da im Dorf stehen bleiben. Jetzt müssten wir auch wieder Geld für vielleicht noch einen weiteren Bogenschützen haben. Ich glaube, ja. Und ich werde mal meinen Helden mit in die Schlacht schicken. Er ist halt ziemlich stark. Er hat ziemlich viele Lebenspunkte. Das ist praktisch. So, und der Feind kommt hier wirklich mit einer riesigen Armee aus Geistern und Magiern. Das Problem ist, wir hatten hier wirklich nur 2 Schwierigkeitsgrade. Irgendwie sehr einfach und herausfordernd. Und ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht, hier auf herausfordernd zu gehen. Ich weiß nämlich, dass diese erste Mission schon gar nicht so einfach ist. Nicht unbedingt. Jetzt muss ich mal schauen. Ich möchte auf jeden Fall meine Truppen hier in die Richtung bewegen und diese Dörfer einnehmen. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, wenn ich nicht zu viele Leute da auf den Weg schicke und hier noch ein paar Kämpfer übrig habe. Denn der Feind scheint allmählich näher zu kommen. So, mein Helden... Und die Bogenschützen werde ich hier mal hinter dieser Mauer aus Soldaten so ein bisschen bewachen. Der Feind kann mir hier schon gefährlich werden. Aber wir müssen mal gucken, wie nah er uns jetzt tatsächlich kommen wird. Ich gehe mal auf Zug beenden.
Und der, oh Gott, der gegnerische Magier fängt schon mal an, hier seine düsteren Zauber zu wirken. Haut ordentlich rein und diese Geister hier gefallen mir gar nicht, auch wenn sie offenbar nicht viel treffen. Der Feind nimmt erstmal alle Dörfer ein, das finde ich schon mal ziemlich bescheuert. Denn die hätte ich selber gerne. Und hier sind endlos viele Skelette. Hoffentlich hat er nicht mehr genug Gold, um hier weiter Großtruppen zu produzieren. Tarek. Ist das nicht der eine aus der Story selber? Ich möchte nicht unbedingt mit ihm direkt angreifen. Ich werde jetzt erstmal mit einem zweiten Reiter angreifen. Der hat tatsächlich unseren Feind schon erledigt. Das ist perfekt. Und mein Bogenschütze wird hier mal im Nahkampf angreifen. Hier haben wir die interessante Situation, dass der Feind... Muss mal gucken, wie weit kann sich der bewegen. Der kriegt mich an vielen, vielen, viel zu vielen Stellen. Die interessante Situation, dass der Feind im Nahkampf... dass der Feind nur einen Fernkampfangriff hat und deswegen im Nahkampf sich nicht verteidigen kann. So, das sollte ihn eigentlich erledigen, aber man kennt ja meine Wahrscheinlichkeiten hier. Eher, dass ich... Oh, das ist gar nicht so wahrscheinlich. Dann wollen wir die Chance mal wahrnehmen und jawohl, unser Hauptheld erledigt den Gegner. Das ist ein bisschen blöd, weil der braucht ewig zum Aufsteigen und andere Truppen voranzubringen ist dann meistens sinnvoller. Aber wir werden jetzt einfach mal mit den anderen hier weitermachen. Man sagt, diese Kreaturen seien nahezu immun gegen unsere Waffen. Das werden wir ja sehen. Okay, diese Geister sind doch eigentlich ganz gut hier zu vernichten, würde ich sagen. Ganz gute Treffer. Hm. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wir können uns hier ins Wasser stellen, aber das ist das Dümmste, was wir machen können. Hoppala. Nochmal Zug zurück. Ich möchte nicht, dass du die nächsten Züge schon vorausplanst, wenn ich die nämlich hier hinschicke. Dann laufen die automatisch am Ende der nächsten Runde weiter. Und das will ich auf keinen Fall, weil ich möchte momentan wirklich Runde für Runde vorgehen. Und nicht zu sehr im Voraus planen. Okay, ich möchte euch auch nicht zu sehr hier rausstellen. Deswegen halten wir mal die Truppe beisammen und schicken dich auf jeden Fall noch in die Schlacht hier hinterher. Das müsste es dann auch gewesen sein. Ich gehe mal auf Zug beenden. Gucken wir mal, was der Feind macht. Mit seinen Skeletten auf jeden Fall schon mal jede Menge Ärger. Unser Wegelagerer lebt noch. Ich glaube, der geht jetzt drauf. Aber selbst dann, das war ein würdiges Opfer, würde ich sagen, weil er drei Feinde aufhalten konnte, die nicht unsere anderen Einheiten dann beschädigen konnten. Und dieser Geist dürfte jetzt auch draufgehen. Wir haben nämlich ungefähr 1000 Einheiten, die gleich auf ihn draufhauen werden. Eieiei. Also es ist auf jeden Fall keine einfache Mission, auch wenn es so eine einfache Kampagne ist. Möchte ich damit angreifen? Margaret. Der Feind hat hier einfach viel zu viele Truppen momentan. Das ist total erschreckend. Wir haben Vormittag. Das bedeutet, unsere Einheiten machen mehr Schaden. Das ist schon mal eine sehr praktische Sache. Aber reicht das aus? Das sollte ihn eigentlich zerfetzen. Diesen bösen Geist. Jawohl, perfekt. Und unser Schütze... müsste eigentlich auch ganz gut Schaden machen. Wenn er denn trifft. Das ist immer so ein bisschen die Voraussetzung. Unser Nahkämpfer... Also gegen die Geister kommen wir gerade gut voran. Das sollte ihn eigentlich auch erledigen. Komm schon. Jawohl. Perfekt. Wir haben zwei Geister getötet. Das ist schon mal gar nicht so übel. Die Skelette hier haben allerdings viel Leben und sind sehr zahlreich. Wie machen wir das? Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf diesen Geist. Der geht mir auf den Geist. Die Geister haben nicht viel Leben. Fällt mir gerade auf. Das ist ganz praktisch. Ich schicke den Reiter mal in das Dorf. Das wird ihn heilen. Ich habe ein Dorf mehr und ich schicke diesen Reiter mal in dieses Dorf. Das wird ihn ebenfalls heilen. Mein Hauptheld hat auf jeden Fall jede Menge Lebenspunkte, also wenn der ein bisschen Schaden auf sich ziehen kann, wäre ich damit absolut einverstanden. Und meine Schützen sind theoretisch stark, aber haben nicht sehr viel Leben. Allerdings können sie hier nochmal angreifen, ohne beschädigt zu werden. Und das nutze ich jetzt auch. Kann ich noch was machen? Er hier könnte theoretisch auch angreifen. Der stirbt wahrscheinlich eher, als dass er irgendwas macht. Deswegen lassen wir ihn einfach mal da stehen und kämpfen hier weiter. Oh, wie schön. Der Feind stellt sich wirklich ins Wasser.
Damit ist er... Okay, damit sind wir erledigt, aber der Feind sollte auch, also dieser Magier, sollte keine Chance haben. Im Wasser hat er eine Verteidigungschance von 20%. Das ist so gering. Da kommt keiner, da überlebt keiner lange. Baran sollte nun in Position sein. Greift sie an und lenkt sie ab, sodass er die Falle zuschnappen lassen kann. Das heißt, wir sollen jetzt den Magier angreifen und Baran wird uns unterstützen. Das ist zumindest der Plan. Ob der aufgeht, werden wir dann sehen. Ich würde sogar sagen, ob der aufgeht, werden wir beim nächsten Mal sehen. Denn an dieser Stelle, wir sind mitten im Kampfgetümmel. Es ist spannend und es wird auch spannend bleiben. Deswegen hoffe ich, dass ihr dran bleibt und auch beim nächsten Mal wieder zuschaut, wenn es heißt Let's Play Battle for Westnod. Bis zum nächsten Mal und bis dann.